Hallihallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, das ist der neue Herbst-Winter-Katalog. Wenn ihr einen möchtet, dann sende ich euch ein kostenloses Exemplar zu. Schreibt mir einfach eine E-Mail an dianas-kreativoase@web.de oder geht auf meinen Blog und benutzt das Kontaktformular. Schreibt mir eure Adresse und ich sende dir einen kostenlosen Katalog zu. Also ich finde den Katalog richtig klasse, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Du kannst dich überraschen lassen, ich finde, der ist echt gelungen. Genau. Dann gehen wir zum eigentlichen Projekt. Heute gibt es wieder eine Verpackung von mir. Also die Idee stammt aber nicht von mir. Die habe ich gesehen bei Stamp with Amore. Das ist auch ein YouTube-Kanal. Und die Box, ja, hat mir richtig gut gefallen. Du kannst sie dann hier öffnen. So, hier habe ich eine Schleife dran gemacht. Und dann kannst du sie hier oben, siehst du ja schon die Eingriffsmulde, kannst du sie hier so öffnen. Das ist mal eine andere Art von Verpackung bzw. von dem Öffnungsmechanismus. Mir hat sie direkt gut gefallen. Und wie das gemacht wird, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst ein Stück Farbkarton. Die Maße habe ich allerdings abgewandelt etwas. In den Maßen von 29,6 x 21 cm. Und das Ganze ist dann gefalzt bei 7,4, 14,8 und 22,2 cm. Dann drehst du das Ganze auf die kurze Seite und falzt einmal bei 7,4, drehst das Ganze und falzt nochmal bei 7,4 und hier, das ist so eine Hilfslinie, das ist 1,5 cm Lasche, da legst du dein, Moment, ich zeig's dir, ich hol gerade mal den Papierschneider, legst dir dann diese Falzlinie hier, einfach hier oben, unter die 1,5 cm und falzt dann im zweiten und im dritten Kästchen. Dann drehst du das Ganze um 180 Grad und machst das gleiche nochmal. Einfach die Linie hier bei 1,5 cm anlegen und mit dem Falzbein oder ja, mit der Falzklinge einfach im zweiten und dritten Kästchen eine Linie ziehen. Das war's, das Ganze schon. Sieht schwieriger aus, wie es ist. Dann wird das Ganze zugeschnitten und zwar kommt einfach nur hier in der Mitte die zwei Kästchen weg. Die Laschen bleiben natürlich. Auf der anderen Seite machst du das Gleiche. Also einfach alle Linien erstmal einschneiden. Dann sollte das Ganze so aussehen. Dann werden einfach an den Laschen hier die Seiten abgeschrägt. So, hier habe ich jetzt die Ecken abgeschrägt. Dann wird das Ganze einmal nachgefalzt und dann wird auf die Laschen hier etwas Kleber aufgebracht. Erst auf diese beiden, also auf diese und auf diese Seite. Dann kannst du das schon. Moment, habe ich das auch? Uiuiui.
Und zwar legst du dir das einfach so hin, das Ganze, und legst die Kante hier einfach plan auf deine Unterlage drauf. Dann ist das auch bündig, so wie es sein soll. Die andere Seite machst du dann genauso. Dann auf diese beiden Laschen ebenfalls Tombow. Dann wird, das finden wir, können auch am Anfang machen, aber so ist es einfacher zu zeigen. Nimmst dir ein Lineal, legst das hier oben an die Falz und hier unten an die Spitze. Ziehst dir eine Linie mit dem Bleistift. Die andere Seite genauso. Und schneidest das. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Abschneiden. Dann machst du an den Ecken so einen halben Zentimeter, schneidest du einfach weg, also die Ecke einfach etwas wegschneiden. Dann lässt sich die Box besser schließen mit der 3/4 Inch Kreisstanze. Mache ich mir eine Eingriffsmulde, ungefähr mittig. So, das war's dann schon mal mit der Box. Dann kommen wir an die Verzierung. Hier habe ich das Designerpapier von den Incolor-Farben gewählt. Das sind die, ja, die neuen Incolor-Farben. 2018 bis 2020. Da benötigst du zweimal Designerpapier in den Maßen 7x7 cm, zweimal, und dann dreimal 7x5,9 cm. Ich mache jetzt mal die Box so zusammen. Dann kommt hier vorne so ein kleines drauf. Gebe ich jetzt einfach etwas Tombow drauf. Einmal hier vorne. Das ist dann ungefähr einen halben Zentimeter kleiner, wie das Fach ist von der Box. Dann kannst du das schön feststreichen. Hier oben kommt auch nochmal so ein kleines drauf. Kannst dann auch noch mal mit dem Falzbein von innen das Ganze schön festdrücken. Dann kommt auf die Rückseite. Moment, ja, das ist die Rückseite. Da kommt auch noch mal ein kleines drauf. Und die beiden größeren, die kommen dann an die Seiten. So, das wäre dann das. Dann nehme ich mir das Geschenkband. Das gepunktete Tüllband in Flüsterweiß. Moment, zuerst nehme ich mir nochmal die 3/4 Kreisstanze und stanze mir hier das Designerpapier nochmal. Dann schließe ich mir die Box und gebe Tüllband einmal drum.
mache ich mir hier oben eine kleine Schleife. Kürze mir das Ganze etwas ein. Und hier vorne möchte ich dann, Moment, das mache ich mal weg, ein Stück Farbkarton nochmal in Grapefruit. Das ist allerdings Grapefruit, habe ich gerne gesagt. Das habe ich mir mit dem Stempelkissen einfach eingefärbt. Habe es mit dem... Moment, ich zeige es dir. Mit den Stickmustern einmal ausgestanzt. Ich glaube, da habe ich das drittgrößte. Das drittgrößte und das zweitgrößte Quadrat genommen und habe das einmal durch die Big Shot gekurbelt. Auf dieses hier möchte ich dann aus dem Stempelset liebevolle Details den Spruch fühl dich gedrückt. Den stempel ich auch in Grapefruit ab. Habe ich mir schon auf den Block gezogen. Dann einmal gucken, dass es ungefähr gerade wird. Ja. Dann Plan hier drauf kleben. Das ist jetzt noch ein Designerpapier, aber das kannst du ja verwenden. Hier drauf geklebt. Dann hier hinten einfach vier Dimensionals an die Ecken. Schutzfolie abziehen. Und hier vorne dann auf die Box kleben. Könntest natürlich jetzt hier auch eine andere Farbe nehmen, aber ich wollte jetzt auch mal was mit den In-Color-Farben machen. Und das Designerpapier habe ich noch nicht verwendet. Deshalb wollte ich das mal so machen. Das ist Kussrot, Grapefruit. Gefällt mir jetzt das von Farb her etwas besser. Allein schon, weil der Hintergrund hier, also die Mattung in, ich meine, das ist Puderrosa. Ja, aber wie immer, das kannst du machen, wie du das magst. Deine Entscheidung, das soll dein Geschmack sein. Es ging ja wieder nur um die Box. Ihr Lieben, wie gesagt, wenn ihr einen Katalog möchtet, dann schreibt mich einfach an und ich sende euch einen zu. Ich hoffe, euch hat die Idee gut gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dafür ein Like bekomme. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich doch einfach und du wirst benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln, hab eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!